試してみる? Wollen wir es wagen? Das ist die Frage, die im Raum steht und mit der ich euch begrüßen möchte, meine liebsten Freunde, zur nächsten Folge, Folge 32 von Seeken Insel 2, Secret of Mana. Weiter geht's. Kurz vor der Heldenprüfung wird uns die Frage gestellt, wollen wir uns denn wirklich an die Heldenprüfung wagen? Der große weise Jaha höchstpersönlich hat uns mit seiner uralten Sprache, Timmer Grimms, hat er uns herausgefordert, diese Prüfung anzunehmen und wir sagen einfach mal, hi, wir machen das und wir wagen uns ran. Also dann, liebste Leute, macht euch auf was gefasst, passt auf und kommt wieder, wenn ihr es geschafft habt. Und da öffnet sich der Part. Die Heldenprüfung steht bevor. Und hallo, willkommen. So, weiter geht's. Ich komm weg hier. So, haben wir hier kurz einen kleinen Turn und dann geht's hier weiter. Wir gehen mal rein. Oh, ah, nein, 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 wir gehen wieder raus. Warum das denn? Ach so, weil mein Joy-Con immer noch kaputt ist. Das sind wir das gleiche Leid. Warte mal, ich muss mal wieder justieren. So, jetzt geht's wieder. Hoffentlich. So, und wir werden hier gleich... Oh Gott. Counter-Magic. Ich glaube, den können wir nur mit Magie... Den können wir nur mit Magie einheizen. Aber wenn ich jetzt auf den Zauber, dann... Schießt er das zurück, oder was? Ja. Das ist ein Böser, ne? Komm, lass ihn liegen. Lass ihn noch einmal quer da. So, ich brauch glaube ich eine Axt. Gold Axe. Ah! Richtiger Rabauke bin ich. Ich glaube, wir müssen... Warte mal, bevor er hier magisch wird. Ich glaube... Nein. Dem knallen wir einen Blitz in den Arsch. Thunderbolt! Bam! Das reicht ihm nicht? Warum muss ich jetzt hier wirklich 1000 Thunderbolts in ihn reinknallen, oder was? Oh! Okay, ich glaube, wir können hier mal ganz kurz ein bisschen erstmal hier den Tomatenmann hier. Komm her. Ach, ah, okay. Das war ein Statement. Ja. Ja, war schon mittelmäßig stark, der Angriff. Das ist eine wahre Heldenprüfung. Kann man schon behaupten. Mit Hunger und Recht hier kann man behaupten, dass das hier wirklich schon... massiv zur Sache geht. Ich glaube, ich sollte mal ein paar ist gut. Ich habe nur einen. Nein! Warum habe ich denn so einen Kack nicht eingekauft? Warte mal, kannst du nicht irgendwie wiederbeleben? Nee, wisst ihr was? Ich muss gleich nochmal rausgehen. Ich habe den Kürzeren gezogen. Ich muss mal ganz kurz einkaufen. So, eine Sekunde. Die Heldenprüfung wird kurz vertagt, liebe Leute. Nur um wenige Minuten. Das ist auch echt Mist, ne? Hier gibt's doch hoffentlich erstmal was zum Schlafen. Ja, aber wie kommt's, dass sie so aggressiv da sind? Diese igelartigen Wesen. So, Geld haben wir ja genug. Jawohl. Da müssen wir erstmal richtig schön reinknallen. Die brauchen wir nämlich alle. Und Bonbons auch natürlich. Da wird jetzt immer richtig schön großspurig gegönnt. Ich glaube, das ganze Zeug, was hier gibt, haben wir alle schon. Wenn nicht sogar noch bessere Sachen. Ja, von daher. Ja, red du mal weiter. Ich gehe erstmal... eine Runde schlafen. Oh, guck mal, da ist unsere Grafik oben. Unser GUI wurde zerstört. Die Anzeige. Kann man hier irgendwo schlafen? Da. Dann wollen wir uns mal ganz kurz hier einen kleinen Schlaf noch reinzwirbeln. Wir genehmigen uns einfach mal eine kleine Unterkunft hier. Regenerieren uns. Und dann können wir die Mutprobe gleich noch einmal auf uns nehmen. So. Wollen wir speichern? Ja, komm. Da. Level 40 müsste eigentlich ganz gut... vom Level her sind wir, glaube ich, gut gestellt. Also so, wie es sein sollte. Wenn man sich nicht overpowered hat. So, Klimper die Klimklim. Wir lassen uns noch einmal dahin verfrachten. So, warte mal, wo ist er denn? Können wir denn...
Kann man nicht gleich hier? Warte, ist er nicht da irgendwo hier? Ne, es geht nicht, ne? Wir können uns gleich nur... Ah! Ich will direkt dort landen. Na gut. Sei es drum. Bleibt uns nichts anderes übrig. Als abermals diesen Pfad zu beschreiten. Aber ein paar Mal die Axt geschwungen und schon ist das ganze Viehzeug hier weg und der Weg frei. Ach, Mann. Aber es wäre eine Folge Sacred in Setsu 2 ohne diesen Pfad zu gehen. Frage ich mich auch. Haben wir ja in dieser Folge noch gar nicht gemacht. In der letzten Folge schon, aber noch nicht jetzt. Deshalb, ach ja, ich muss mir meine Peitsche nehmen. Mal richtig können, kurz den Stream in der Hand. So, dann lasst mal gehen hier. Oh! Uah, schlafen wir mal ganz kurz noch. Yep. Jetzt steht schon auf Randy. Randy ist wach und das Gülleküken attackiert uns hinterrücks. Na komm. Sehr gut. Einsammeln müssen wir eigentlich nichts. Ach, jetzt komm schon, Popoy. Wir rennen bis hierhin und dann lassen wir uns rüberbringen. So, und ich hoffe, dass der nächste Besuch in dem Dungeon von mehr Glück verfolgt wird. Denn das war ja gerade wirklich ein ganz traurige Show. Prim und Popoy simultan gestorben. Von einem hässlichen Igel ermordet. So, und wir werden ja immer noch eingeschlafen. Ich hasse diese Schlafblumen. Hm, Zeiträuber. Kommt her. Und nochmal. So, hinauf mit uns. Wir können ja gleich... Wobei, wir müssen ja die Axt nehmen, sonst wollte ich gerade sagen, wir hätten auch unser Schwert mal aufbauen sollen. Den Orb reinzimmern können. Um dann auch entsprechend... Nur mal was zu reißen. Jetzt aber. Lasst euch nicht von sowas hier in das Licht führen. Nein! Counter Magic ist alles nichts Ganzes, nichts Schönes. Hier, guck, die können wir tot machen. Die können wir tot machen. Das ist, was wir bekämpfen können. Jetzt aber, komm. Schlafblätter. Ey, warum kriegen wir den nicht tot? Ich glaube, ich brauche die Peitsche. Ja. Aber der Wechsel zur Axt ist ja tatsächlich unverhinderlich. So, links war nix. Gehen wir mal rechts und dann hier mal lang. Gucken wir mal, vielleicht ist das der richtige Pfad. Nee, auch nicht. So, Counter Magic wird hier wieder entfesselt. Halt. Ich mache euch den Weg frei. Girls und Jungs, kommt mal her. Ach, Prim. Nein. Nein. Jetzt sind wir hier wieder halb querschnittsgelähmt. Aber wir erwachen. Und können uns dann mit dem Lümmel-Louis auf die andere Seite verfachen. Was denn kommt? So. Solange die Tomatenmänner samt Minus-Abschaum nicht... gespawnt werden, ist alles okay. Da wird es jetzt gefährlich, da oben ist ein ekliger Mondschleim. Ein Silberschleim, wie im Buche steht. Dem zieht man natürlich nichts ab. Ah, nee. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Das wird zu anstrengend. Komm, weg. So macht man heldenhafte Prüfung. So beschreitet man das. So zeigt man, was man in der Hose hat. Jawohl. Komm, die können wir wieder rumtöten. So. Los. Komm. Komm schon. Jetzt aber. Und noch ein Hieb, noch ein Hieb. Jawohl. Hier werden uns aber wirklich verdammt viele felsigen Steinchen in den Weg gelegt. Oh, und da labt sich gerade der Silberschleim an meinem schlafenden Körper. Das finde ich auch nicht gut. Lass mal sein. Oh, Bast. Stufe 7. Oh, das hat gesessen. Dafür gibt's erstmal einen Bonbon auf die Wunde. So. Fetter Schnitt oder fette Verbrennung, einfach ein angelutschtes Bonbon draufkleben.
Schon geht das wieder. Ach, hier ist falsch. So, Leute, kommt. So, und weiter. Oha. Und Jigo spricht. So, es ist soweit. Und jetzt, wo ihr angekommen seid, müsst ihr euch beweisen. Gebt euer Bestes. Ach du Sch... Also das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, ja, komm. Jetzt hat er wieder mein Pad manipuliert, der Weise, um die Prüfung noch schwerer zu machen. Wartet. Moment. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Fluch. Das Pad ist ein Fluch. Oh Gott. Die Framerate. Die Nintendo Switch kann es nicht mehr darstellen. Wir wagen mal einfach mal einen Angriff auf sie. Sie kann heilen, ne? Shadow heißen die. Schatten, also nur Abbilder von uns. Und? Zieht nichts ab. Prim wird dann erstmal... Okay, Prim wird erstmal geheilt. Ich werde mir meine andere Waffe nehmen. Und ich denke, wir sollten erstmal die Schattenprim besiegen, weil die wahrscheinlich auch unsere Magie beherrscht und entsprechend heilen kann. Ich bin eigentlich kein Fan von Mirror Matches, aber das kann spannend werden. Boah, vor allem, weil die Frames hier abkacken. Eine richtige Senkgeburt, was wir hier haben. Guck dir das mal an. Da, komm. Peitsch sie aus. Mann, das sind die Moves, die würde ich auch gern können. Fuck. Oh. Bisher nimmt aber auch nur Popeye-Schaden, ne? Voll gut, ich gehe erst auf die Frau. Das soll jetzt kein Statement sein. Ich glaube einfach nur, dass die, wenn die denn heilt, ziemlich heftig zulangen kann. So, ich glaube, ich muss auch nur Popeye, ne? Popeye ein bisschen Heilung geben. Ah, guck mal. So. Prims Schatten ist besiegt. Dann wollen wir mal den aggressiven Randy mal hier ein wenig zähmen. Kommt schon. Knöpft euch den vor. Ja. Sehr gut. Ich kann ja mal eine aufgeladene Peitsche ihm um die Ohren hauen. Und da habe ich immer die Angst, das sitzt es nachher nicht. Und dann war das alles umsonst. So, Moment. Hä! Okay, gut. Das war der Beweis dafür, dass es nicht so wirklich funktioniert, wie ich es mir wünsche. Popeye. Komm schon. Ja, es hat noch gerade geholfen. Kurz vorm Exodus. Also es reichen eigentlich auf 100 geladene Peitschenhiebe. So, der Schatten ist besiegt. Ach, beide sogar. Ja. Das war's, oder wie? Und jetzt? Ach. So, jetzt sag mal, was ist eine Sache hier? Ihr habt gegen euch selbst gewonnen. Aber wo ist eigentlich Jaha? Und Jigo spricht. Sehr gut gemacht. Hättet ihr eure Herzen nicht zusammengelegt, euch nicht zusammen bemüht, dann hättet ihr diesen steilen Weg bisher nicht gehen können. Was, das heilige Schwert, die Essenz des heiligen Schwerts, was es erfordert ist, nicht nur Mut, sondern auch Weisheit, Liebe. Wenn das alles zusammenkommt und eins wird, dann wird wahre Kraft aus euch dringen. Ich bin eigentlich der wahre Weise Jaha. Und ganz ehrlich, ich war es die ganze Zeit schon gewesen. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Hinterhältiger, ne? Denn hat er uns eigentlich die ganze Zeit immer nur von A nach B geführt, auf der Suche nach sich selbst letztendlich. Und uns dabei eigentlich nur aufs Ohr gehauen. Das ist aber fies. Und was den alten Knacker da von vorhin anbelangt, das war eigentlich nur ein Schattenbild. Eine Illusion. Was? Hättest du uns da nicht viel früher schon helfen können? Nun ja,
ganz ehrlich, so wie ihr am Anfang wart, als ihr hergekommen seid, hättet ihr niemals geschafft, gegen euch selbst zu kämpfen und zu siegen. Und ja, es war wichtig, dass ihr meine Worte, auch die, durchschaut, also als wahre Worte entlüftet und die Wahrheit versteht. Das hättet ihr vorher nicht gekonnt. Ihr habt selbst auf euren Wachstum gewartet. Euer Wachstum als wahre Helden des Mana. Und ja, es musste sein, dass ihr so lange musste die Wartezeit sein, bis ihr eure wahres Selbst erfasst. Nun könnt ihr gehen. Denn das große Imperium Mandols, es ist soweit. Es wird jetzt richtig rund gehen und ein Kontinent vom Grunde des Meeres emporsteigen. Und dort wird es zu einer Entscheidung kommen, eine Entscheidung, die euch auf eurer Reise letztendlich weiterträgt. Und jetzt wird es, glaube ich, auch heikler, weil es gegen Finale hinzugeht, ne? Und ja, also es ist ein Kontinent emporgestiegen und da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, so. Und ja, die Ruinen der Mana-Festung, sie ruht auf diesem Kontinent und auf einer kleinen Insel in einer Korallenbucht ist der Holz- oder Baum, das Baumheiligtum, das Heiligtum des Mana-Baums. Und dort geschieht Schreckliches, also beeilt euch, ihr habt keine Zeit, eilt dorthin. Und lasst euch erstmal heilen, lasst euch erstmal richtig schön hier power-uppen. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, erstmal noch hier von diesen Eiern befreien. Das war jetzt aber wirklich ein Aufriss, ne? Hoch und runter, hin und her. Aber die Mutprobe musste ja bestritten werden. Und was man merkt, jetzt langsam wird es immer gegen Ende immer kürzer, was diese kleinen Abschnitte, diese kleinen Story-Abschnitte, diese kleinen Quests werden. Weil jetzt habt ihr gesehen, das war ja ein Miniaturpalast. Also kannst du eine Folge kannst du einmal hier so zack in ein paar Minuten abhandeln. Aber das ist nun mal der Fluss des Spiels. Gegen Ende wird es dann halt wirklich alles ein bisschen kleinteiliger. Aber das macht ja auch gar nichts, denn wir kämpfen immer noch so fleißig, wie es geht, weiter und wollen auch den richtigen Pfad gehen, um dann so langsam aber sicher auch diese Story zum Ende zu führen und dann natürlich das nicht enden zu lassen, sondern auch den nächsten Teil aufzugreifen. Second Nintendo 3 steht sozusagen in den Startlöchern und wir warten nur darauf, dass wir uns mit draufsetzen können auf dieses Abenteuer. Wollen wir mal aufspringen, wollen wir ein bisschen mitspielen, ne? So, Bonbon. Yep. Sonst haben wir hier noch einen Kerl, den haben wir nicht benutzt, ne? Nee, gut. Okay, wir haben wahren Heldenmut erfahren, wir haben wahre Kraft gespürt, wir haben wahre, eigentlich alles, was wahr ist, haben wir inkorporiert und kultiviert und uns richtig gut gehen lassen. Das ist schön, das ist gut und so soll es dann auch weitergehen. Moment, jetzt geh mal weg, du Glatzkopf. Boah, Alter, hau ab. Und ja, liebe Leute, jetzt werde ich wirklich alles daran setzen, während ich hier schlafe, nochmal kurz den Entschluss zu fassen, das Spiel nun auch durchzuziehen bis zum Ende und dann gleich mit dem dritten Teil anzubandeln, denn es wird ja gemunkelt, dass womöglich, wenn ihr das Video guckt, schon dass es offiziell ist, dass die Sega Nintendo Collection auch in den Westen kommt und das heißt, wir wollen natürlich dann auch, bevor es hierzulande ist, soweit ist, wo wir es ja schon mal durchgespielt haben alles. So. Also gut, liebe Leute, das war's. So sei's. Und beim nächsten Mal wollen wir uns hier wiedersehen und wieder treffen und richtig viel Spaß haben. Hoffentlich. So, bis zum nächsten Mal. Passt ihr auf euch auf, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.